Halt einfach so, weil sich zieht und zieht und zieht und es passiert halt einfach gar nichts. Warte mal, was? Ja, das ist ja schön, dass der Rover immer effizienter wird, wenn er nichts bringt. Warum? Ja, weil er momentan nichts bringt. Nicht Ja, der ist wirklich. halt noch schwächer als meine Singularität oder als meine aufsteigende Ja, Zeitalter. bei mir auch. Dafür kostet aber auch mein Zeitalter viel mehr als das. Um das Dreifache, glaube ich. Ja, ich könnte den Rover aufstocken, ich will aber nicht. Aufstocken. Naja, halt aufleveln. Level up! Naja, machen wir mal die Problemlösung gleich. Gut, jetzt haben wir die Problemlösung. Jetzt sind meine Menschen wieder effizienter? 50%. Prima. Hat voll was gebracht. Ja, die Menschen sind nicht so wirklich. Ah, sie sind nicht wirklich stark, ne? Nein. Selbst die 50% machen da nichts mehr aus. Alter. Na dann, leveln wir einfach sinnlos den Cyborg weiter. Echt nicht, ich mach das Krokodil weiter. Ja, ich mache den Cyborg so nebenbei noch mit. Aber Krokodil ist eigentlich auch eine gute Idee, kostet weniger. Ja, nicht nur das, also mein Krokodil ist stärker als der Cyborg. Ja, schon, aber es kostet halt auch weniger. Ja, meine ich ja. Eigentlich warte ich nur, bis meine Glühbirne da mal voll wird hier. Voll, wofür? Ja, ich brauche 2,45 QA und dann nochmal 1,84. Und ich will momentan nichts sinnlos leveln, einfach, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ja, klick mal auf die Leiste, bitte. Wieder? Ich wollte mal gucken, was bei dieser Scheinschnittstelle bei dir alles offen ist. Um zu vergleichen, was du aktiv hast und was ich aktiv habe. Ich habe bloß 1, 2, 3, 4, 4, 4 Sachen habe ich gemacht. Konntest du vier machen? Wie konnte ich 4 machen? Ich konnte nur drei. Das kommt drauf an, was du gemacht Weil hast. Zeitkristallspeicher hat bei mir 6 gekostet. Keine Ahnung, ich hatte nur noch einen übrig. Ja, ich konnte das aber nicht machen. Ich weiß nicht. Deswegen habe ich noch 3 übrig gehabt. Ich hatte nur noch einen übrig. Nachdem ich das gemacht habe. Egal. Ja. Ja, ist halt ein Boni mehr drin. Ja, schon. Na, dafür hast du doch jetzt mehr davon gefarmt, ey. Auch wieder war. Das heißt, wir sind wieder gleich auf, so ungefähr.
1,74. Ich brauche 1,84. Das ist scheiße. 1,75. Yeah, es geht so schnell. So schnell. Sieben, 45. Lass uns mal die Dinos angucken. Was? Ja, muss ich auch machen. Achso. Du hast gesagt, gute Idee. Ich höre immer so schlecht, wenn ich müde bin. Ah, ich kann halt nicht viel machen. Ah, der Zuschauer ist wieder weg. War es wahrscheinlich ein langweiliges Game oder so. Er hat mir gefollowt, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ist auch nicht. Finde ich aber irgendwie ganz nice, dass die Leute mir followen, weißt, weil irgendwann kriege ich die 50 Follower voll. Fehlt eigentlich nur noch die permanenten 3 Zuschauer und dann kann ich bisschen ein wenig Geld machen mit Twitch. Das Einzige, was mich zeckt, ist YouTube, Alter, mit den 1000 Abonnenten, Alter. Wer will denn das schaffen, ey? Also, keine Ahnung. Das ist so krass. Ja, ich bin auch aktiv. Ich lade jeden Tag 2 Videos hoch, weil ich da aus diesem Game halt ein Let's Play mache, so ungefähr. Ich habe schon 8 Videos davon hochgeladen und es warten noch jetzt mittlerweile wahrscheinlich wieder gefühlte 20 darauf, hochgeladen zu werden. Das ist so ein langwieriges Let's Play. Oh wow, Alter, ich habe wenigstens das eine. Jetzt habe ich 2, jetzt brauche ich nur noch 2,45 QA, Alter, von der Glühbirne. Wow. Da kriegst du wieder Pelz, du. Da kriegst du wieder richtig Pelz, ey. Ja, tatsächlich. Ich habe echt 41 Follower, Alter. Wow. Ich habe nämlich heute Morgen oder beziehungsweise heute Mittag habe ich noch jemanden kennengelernt. Da habe ich das Spiel auch gespielt, aber da stand aus Versehen drin eine Counter-Strike. Und dann followt der mir einfach. Und ich so, okay, lol. So ein 12-jähriger Österreicher. Den habe ich dann noch CSGO gespielt, Alter. Ich meine, ich habe auch schon gewundert gehabt, ich hatte hier, wo ich bei TikTok reingekommen bin und nochmal so, gleich erstmal an den ersten Tag gleich erstmal ein Follower, so ein Kiddy. So, okay, what the fuck? Na, ist doch egal, Follower sind Follower. Ich hab kein Video oder nix. Ja, ich weiß, ich hab auch voll viele. Ich hab auch voll die Follower, ich weiß nicht, warte, ich guck mal schnell auf TikTok, ich weiß nicht, wie man. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie viele. 5 Stück habe ich, Alter. Ich gar nichts gemacht. Ich habe auch kein Video drin, nichts. Uiuiui. Ui, ui. Boah, bei 5 Stunden, ne? Boah, 5 Stunden schon auf dem Stream, Alter. Das zeigt schon wieder. Ich werde gleich noch Suppe essen und eine Serie schauen, glaube ich. Voll Hunger. Ich noch nicht. Ich meine, ich habe ja 5 Teller gegessen. Also, ich bin noch gesättigt. Ja, ich habe heute noch gar nichts gegessen, Alter.
Also heute Mittag habe ich mal eine Wiener Stange gegessen. Ja, das erste, was ich gegessen habe, war ein bisschen Kaffee und dann. Was ich, das erste, was ich gegessen habe, war ein bisschen Kaffee. Ja. Und dann kam Radler dazu, dann nochmal Kaffee und dann gab's Jo. Essen. Was mit Quiz oder was? Ja, schon. Ja. Alter, Haben wir Chris und Susi. War schon cool. ich bin bei 1,42 T beim Strom, Alter. Das ist doch nicht normal. 1,48. 4,2. 4,2. 1,42, ja. Ich bin bei 2,17. Alter. Hast die Singularität gepusht, ja? Die ist auf 26. Ja, ich habe meine, ich glaube auf 20 bloß jetzt. Ne, 25. Ja. Also sind wir ja eigentlich fast gleich auf, aber hä, was hast du anders? Was ich anders habe, Ah. also ich habe noch mein aufstrebendes Zeitalter auf 59. So, okay. Ja, 8 Level höher als meins. Informationsalter ist auf 63. Okay, auch nochmal 3 Level höher. Mein Rover, der ist jetzt auf 23. Ah, okay. Also du pusht deinen Rover. Ja, der macht jetzt mittlerweile schon 17. Jetzt habe ich das Krokodil schon auf 40. 41. Soll ich dir was sagen? Ich hab's auf 49. Ui. Ich weiß nicht, was ich sonst hier machen soll, Alter. Es ist nichts da. Doch hier Galapagos-Schildkröte könnte ich noch machen. Ja, der Das. haut ja bloß ein bisschen. Ja. Nur ein paar Minuten. Dauert nicht lang. Und dabei bin ich bei 294,6. Ja. Ja, ich Nee, bin bei die Sekunde. 213. Ach, das ist schon wieder ätzend. Das ist doch schon wieder ätzend. Soulkicks ist aber nur das, was du vorhin gelevelt hast mit den Frachtmissionen. Das habe ich noch gar nicht. Welche Frachtmission? Ist beim Rover. Ach Also so. 1,84. Ja, deswegen lasse ich es ja laufen, weil ich keinen Bock habe, jetzt den Rover zu leveln. Ich will einfach dieses nächste Ding freischalten, Alter, und dann ist gut. Warte mal, was war das zweite, was du da hast? 2,45? Warte Ja. mal, dann ist es ja genau andersrum. Ich habe das mit 245 und du hast das andere noch nicht. Lol, du hast das mit den 245 schon. Ja, und das Ding gibt 400%. Ja, deswegen. Die Geschichte. Das war das, was ich zuerst gelevelt habe. Ja. Ja, weil 40% mache ich doch nicht. Ich hab das gar nicht gelesen, Alter. Alter, als ich gesehen habe, 400%, ich so, das wird als erstes Ja, ist so. Hätte ich auch gemacht. Aber ich hatte die 1,84 schneller voll. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, aber ich habe das gemacht, bevor ich die ganzen anderen noch drum herum gemacht habe. Jetzt bin ich schon wieder gehandicapt. Oh, die Katze, ey, springt schon wieder hoch, ey. Der ganze Tisch wackelt, weil sie fett ist. Alligator ist jetzt auf 50. Habe ich noch 42 jetzt. 50 Krokodilians erstellt. Müll. Das hört sich lustig an. Krokodilians. Ja, okay. Ah, mein Rover ist jetzt 25. Meiner nicht. Aber ich werde auch in 6 Minuten offline. Ja, also ich habe vorhin schon überlegt, einfach mal wieder zurückzusetzen, ey, weil das ist jetzt schon wieder so.
Aber ja, ich. Mann. Logisch. Aber ich will irgendwie nicht. Ich will noch ein bisschen weiterkommen, dass man einfach noch ein paar Dinger sammelt, weißt du, dass sich das halt auch wirklich lohnt, dann zurückzusetzen. Ich meine, je weiter du, je öfter du zurücksetzt, desto schneller wird's. Ja, ich weiß, aber ich meinte jetzt, ja, das kann ich ja morgen noch machen. Ich bin ja vormittags meistens sowieso in dem Game online. Hätte ich sowieso gesagt, ich meine, das ist das Beste, was du machen kannst. Wegen dessen sammelt es ja offline. Ja. Ne, ich bin vormittags halt immer online, weil ich einfach, weil ich einfach dann meinen Kaffee trinke und alles Mögliche und dann spiele ich halt nebenbei das Game. Was eigentlich nicht anspruchsvoll ist halt. Es ist halt einfach so, ja. Man spielt halt einfach. Schildkröten um 350%, also das ist auch gut, Alter. Wie viele Errungenschaften hast du jetzt schon? 86. Dann habe ich 4 mehr. Gut. Was machen jetzt eigentlich meine Schildkröten? 2,5T, Alter. Das ist aber schon gut. Das ist echt ja, gut, Alter. Die machen halt echt wenig. Naja, es ist nicht wie beim Krokodil. Das macht bei mir 180T zur Zeit. Bei mir? Hey, meine Schildkröte ist auf 65 und macht mehr als deine. Hä, wieso das? Die macht 8,8. Ja, wie viele Schildkröten hast du denn? Hm? Auf wie viel hast du denn die Schildkröte? 65. Lol, warum hast du da... Hä, wieso macht deine mehr als meine? Wahrscheinlich deswegen, weil ich die Galapagos-Schildkröte schon hab. Ja, du bist ja lustig. Was hast denn die gemacht, Alter, vorhin oder was? Hä? Vorhin hast du die gemacht, oder was? Schon ein bisschen, ja, ja. Warum machst du immer diese teuren Dinger, Alter? Weil die voll viel geben. Heftig, Mann. Ja, ich meine, das ist der Bonus, der das ausmacht. Ja, schon. Aber ich mach's halt einfach nicht, weil 177 QA, Alter, das musst du ja erst vor kurzem gemacht haben, Alter. 177 QA. Natürlich! Ja, ja, doch. Ja, das geht schnell. Ja, das geht schnell. Ja, bei mir schon. Ja, das meinte ich. Ja, jetzt, aber ich meinte vorhin halt. Ja, das ging. Irgendwann. Da hast du schon zu beißen, Alter, mit 66 QA, Alter. Das war schon nervig. Ich glaube, ich habe es da aufgewertet, als ich diese Boosts angemacht habe. Ah. Dadurch hat sich das sehr schnell steigern lassen. Das erklärt natürlich einiges. Weißt du auch warum? Weil ich ein Kui bekommen habe. Ja, ist gut. Mit einem Kui kann man viel anstellen. Ja, das stimmt. Das kann man. Jetzt sind meine Schildkröten natürlich höher. Aber an die Krokodile kommen sie nicht ran. Nö, kommen sie auch nicht. Das Witzige ist, ich bin mal auf den Gecko gespannt. Gecko? Man sieht ja das Chamäleon. Das sag ich doch, Gecko. Gecko. Gecko ist ein anderer Ausdruck für Chamäleon. Nicht immer. Gecko ist normalerweise eine Eidechse selber. Ach. Ja doch, es gibt eine Eidechse, die so heißt. Ja schon, aber manche sagen auch Gecko zum Ding. Ja, aber das ist kein offizieller Ausdruck. Na, allgemein ist das kein offizieller Ausdruck. Weißt du sowieso nicht, wer auf den Namen gekommen ist. Gecko, Alter, hört sich an wie so Behindi, ey. Gibt ja genug Beispiele für so Zeug. Das ist genauso wie wenn du deine Tochter Kevin nennst, Alter. Oh ja. Oder Chantal, Alter. Geht auch. Ich musste einmal lachen, Alter, wo der Ziade mir das damals erzählt hat. In Österreich kriegt in der Bank Kevin oder eine Chantal keinen Kredit, schon allein wegen dem Namen. Ja. Es gibt in manchen Ländern, kriegen sie auch sowas nicht. Allein nur wegen dem Namen. Finde ich geil. Finde ich eigentlich geil.
kommt so ein Kevin hinterher, alle weißt, hat voll die Sicherheiten und so, kriegt trotzdem keinen Kredit, weil er einfach Kevin heißt. Mhm. Schaffe ich das jetzt noch oder schaffe ich das jetzt nicht mehr? Meinst du jetzt die. Das Ding. Achso, die 2. 2,45, ja, aber ich glaube, das schaffe ich. Das ist ein bisschen zu knapp. Ah, das zackt schon wieder richtig. Das Witzige ist, ich will die jetzt noch schaffen. Um morgen halt das andere da freizuschalten. Eventuell. Oder ich setze morgen einfach wieder zurück. So. Ja, morgen Abend werde ich sowieso kaum Zeit dafür haben. Bin ja nicht da. Wo bist du? Morgen Chris wieder. Ah, okay. Ach ja, das zeckt hier schon wieder richtig so. Boah, das mit den 1,45, das wird schwierig so. 2,45. Das wird schon richtig schwierig jetzt. Ja, obwohl, jetzt habe ich schon wieder einen kleinen Boost gekriegt. Könnte eng werden. Ach, da liegt mir damals. Okay. Ja. Also geht's mir auch. Bloß, dass ich auf die 184 jetzt warte. Aber ich bin auch bei 1,7 jetzt. Ja, ist gut. Ich meine, bei 224T geht das schon. Oh, jetzt habe ich auch einen kleinen Boost bekommen. Jetzt bin ich bei 182. Ja, hast du ja nochmal lang. Nö, ist gleich soweit. Jetzt habe ich's. Da ist was Neues dazugekommen. Oh, Alter, 188. 189. Okay, ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Warum? Wie viel? Wie viel? Das, was neu dazu gekommen ist, braucht 924,65 Quar. Boah! Ja, das könnte ein bisschen dauern. Und das nennt sich menschliche Expedition. Ja, auf den Mars. Nein, das ist was anderes. Das ist der Mars! Ich meine, der Mars ist, der Rover ist ja auf dem Mars. Ja, und der Rest ist auch Mars. Wenn du das so guckst. Das kommt alles auf den Mars. Stimmt, ja. Ah, und der Rest, und da hinten ist das Weltall. Das sieht gar nicht so alles so cool aus, wie man denkt erst. Ja, ist auch so. Sie einfach die ganze Zeit nur nebeneinander gestapelt werden. Ja. Da finde ich das mit den Tieren doch irgendwie cooler. Ja. Auch mit den Menschen da auf der Insel und so, das ist echt cool. Und auch die Dinos. Die Dinos ist auch geil. Ich weiß gar nicht, was ich dafür habe. Alter! Jetzt gibt's mal auch noch die 0,4 da. Los!
Säugetier. Natürlich. Der Büffel. Hm. Lustig. Hier auch noch ein Säugetier. Was ist das? Stinktier? Das sieht fast so aus. Oh, Alter, wir bei 2,2. Ah, ne, 2,13. Ah. Die Menschen. Die zwei Menschen, die gucken. Oh, das sind Zebras. Cool. Kamele auch. Hm. Die gehören auch mit zu den Säugetieren, glaube ich. Oh, da ist auch hier Känguru. Nein, Affen sind eigenes Volk. Ich meinte Kamele. Die gehören zu Säugetieren. Das habe ich doch gerade gesagt. Yeah, und wieder einen kleinen Boost gekriegt. Sehr schön. Meine Güte. Turtle Transit. Oh, jetzt geht's hier aber los, ey. Wabanga Gag. Null Komma eins brauche ich noch. Los! Wir will ins Bett. Also ich glaube, diese größeren Sachen, die bekommen wir nicht so einfach. Also es ist schon wieder 2:30 morgens, Alter. Hm? Schon wieder 2:30 morgens, habe ich gesagt. Hm. Ja, wie gesagt, also diese richtig teuren Sachen, die werden wir wahrscheinlich erst nach dem Zurücksetzen wahrscheinlich vielleicht möglich sein. Ja, ich glaube auch. Das ist einfach zu teuer. Ich meine, wer von uns schafft es dann so 100 Qua für Ideen und nehmen wir mal 100 Qua geht noch. Ja, 100 Qua geht noch, aber das andere, Alter. Ja, das Creed ist es schon heftiger. Ja. Ja gut, ich denke mal, das wird sich auch von alleine ergeben. Na komm! Geht doch. Oh. Ja, und da ist es. Die 924,65 Qua. Ja. Rakete. Ja. Aber das hast du auch noch nicht, die selbstladende Rakete. Nee, hab ich noch nicht. Das mache ich erst dann. Ich spare immer erst auf die ganzen Sachen und dann will ich das immer so nebenbei. Das Klonen habe ich auch erst voll spät gemacht. Ja, ich habe sowieso einiges auch später gemacht, aber ich habe das meiste erst dann gemacht, weil ich sowieso weiter nichts anderes hatte. Ja, genau so geht es mir auch. Hier auch alles unten, alles erst später gemacht. Diese ganzen Abzweigungen, die irgendwann mal wieder dazukommen, wo du dir so denkst, oh, hier fehlt noch einer. Da fehlt noch einer. Aber ich brauche noch eins beim Dino, dann habe ich endlich 6 von 10. Apropos, da schaue ich jetzt auch noch mal rein und dann bye bye. Offline einladen. Alter. 3,42, Alter, ich könnte kotzen. Ja, siehst, und ich brauche bei dem Stego noch 1. Ich bin nämlich bei 112. Ja, ich brauch noch 3. Und den Flugsaurier muss ich auch noch machen. Ja, den mache ich immer so nebenbei. Habe ich jetzt 47,62. Ja, meiner ist bei 53. Wenn ich endlich bloß mal 100 hätte, dann könnte ich hier unten diese Karte machen. 4 von 5, Digga. Dann könnte ich da alle 3 abschließen. Dann wäre ich direkt bei 7 von 10. Ja, wie gesagt, ich hab die Karten ja schon. Ja, ich nicht. Ich muss dann nämlich noch den Plesiosaurier machen.
Der ist nämlich, der muss bei mir von, auf 47. Ach, das kommt bei mir wahrscheinlich auch noch. Aber den habe ich auf 23. Ja, bei mir ist er auf 38 derzeit. Aber der ist halt nicht so schnell mit dem Abschließen wie, wie der Flugsaurier. Ja, das ist klar. Eigentlich wäre der Echsenbeckensaurier besser. Ja, den habe ich ja auch schon automatisiert. Den habe ich ja schon automatisiert. Ich nicht, weil ich das Ding nicht bekommen habe. Die Muschel hier unten habe ich auch schon auf 2. Die ist bei mir auf 1. Ja, hier hinten, Alter. Ich habe so viele Dinger, die ich auf 5 aufstufen müsste, Alter. Ich habe so ein paar Dinger, die sind sogar schon 5. Ja, aber ich krieg keine 300 zusammen. Das ist die Scheiße. Immer wenn ich irgendwie versuche, die 300 zusammenzukriegen, kommt mir irgendeine andere Scheiße in die Quere mit 200 oder 50 oder was weiß ich was. Dann ist es immer lost. Das ist immer wieder weg. Jetzt habe ich wenigstens noch den Flugsaurier auf Welle 49 gemacht. 6. Juhu. Echsenbeckensaurier habe ich auch schon auf 8. Gott sei Dank. Ich habe jetzt endlich die 113 abgeschlossen. 113? Achso, ja. Jetzt ist dieser Archosaurier wieder dabei. Der muss jetzt auf 158. Boah, Alter, das ist auch ätzend. Ja, aber dafür braucht es ja gerade nicht so weit. Ja, ich stufe fast alle Saurier mal auf, weil das gibt einfach viel mehr dann. Auf Dauer. Wenn ich kann, stufe ich sie immer ein bisschen mit auf. Zwei sind bei mir sowieso schon auf, sehr schnell. Die haben gar nicht einmal mehr eine Anzeige dafür. Aber bei mir ist nur einer. Das ist der Archosaurier. Ja genau, bei mir ist es auch der Vogelbeckensaurier. Ah, okay. Ja, ja, den versuche ich jetzt noch aufzustufen irgendwie. Hier steht er dann, erhöht viermal die Auszahlung auf 4. Das heißt, der gibt dann wieder mehr Drop. Und dann, ja, hier Geschwindigkeit, ja, müsste ich eigentlich auch machen. Das ist bei mir sogar schon auf 2. Bei mir noch nicht. Es ist gut, wenn ich jetzt noch ein bisschen die Saurier leveln kann, weil dann kriege ich wenigstens ein bisschen mehr Boost dann. Wenn ich morgen wieder reingehe. Ja, ich meine, die Saurier, die gehen ja auch nicht beim Reset verloren. Ja, Gott sei Dank nicht, ne? Ja. Also ich habe irgendwo mal gesehen, dass es sogar Level 5, also Rang 50 gibt irgendwie. So, Alter. Ich hab gedacht, ey, wer erreicht denn bitte Rang 50? Jemand, der lange spielt. Ah! Pass auf, irgendwann habe ich so 1000 Videos nur von diesem Let's Play hier, Alter, wo ich mir so denke, jo, alles klar. Ich habe schon Spiele gespielt, die habe ich durchgespielt. Und ich war dann Rang 100 oder so. Ah ne, ich glaube von der Waffenanzahl zum Beispiel bei einem Spiel ging es, glaube ich, nur bis 63 oder so. Und ich habe alle Waffen. Ja. Ich habe sie alle gezogen. Und das nur, weil ich jeden Tag mal reingeschaut habe, kurz. Hm. Die Dailies gemacht und ja. Hier war zwar billig Produktion, aber schlecht war es nicht. Hm. Hätte mir halt gerne mehr Content drin gewünscht. Ja, glaube ich. So, jetzt Feierabend hier.